Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ich würde euch heute gern wieder durch unseren Alltag mitnehmen und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Es ist jetzt auch schon der dritte Tag, wo alle Kinder zu Hause sind. Als wir von meinen Eltern wieder gekommen sind, waren einfach alle Kinder krank. Aber das ist ja das Gute, dass ich so näher auch zu Hause lassen kann. Und jetzt haben wir uns einfach hier die letzten drei Tage zusammengekuschelt und gesund gekuschelt. Kevin kommt jetzt aber auch gleich von der Arbeit und dann kann ich los. Ich habe nämlich einen Termin im Nagelstudio und heute Abend wollte ich in die Therme gehen. Ein bisschen Auszeit, dadurch, dass die Kinder krank waren jetzt. Violet ist auch noch am Zahn. Wir waren nämlich gestern beim Arzt. Meinte der zu mir, ja, sie zahnt ja auch. Super. Sind die Nächte einfach nein. Ich komme kaum zum Schlafen und ich brauche mal eine kleine Auszeit. Deswegen gehe ich heute Abend dann in die Therme, endlich mal wieder in die Sauna, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ich freue mich da so sehr drauf. Aber jetzt darf ich erstmal meine Nägel wieder neu machen gehen. Wir waren auch noch im Rossmann einkaufen und da wollte euch Sonja jetzt zeigen, was wir gekauft haben. Darfst du rausholen die Sachen? Gibst du Mami, ja? Das Opa-Saft. Einmal den Hustensaft haben wir aus der Apotheke. Nein, ich hole nicht, nicht Mama die. Okay. Nase. Einmal Nasenspray. Das ein Lied. Oh, eine Peppa Woods Zeitung mit einem Mikrofon. Was ist das? Ein Sticker? Musst du nachher mal auspacken. Und heute das ein Quetschi. Ein Quetschi. Und das heute ein Tinken. Wie heute immer. Das ein Baden. Immer Badezusatz von Kneipp gab es in der App. Heute das ein Zettel. Oh, danke, mein Zettel. Und das ein... Das ist Paketband. Paketband. Brauch dich unbedingt, sonst kann ich nämlich keine Pakete versenden. Und heute das ein Riegel. Riegel, da wurde schon einer vernichtet. Und das alle, die das. Richtig. Und das ein Pflaster. Pflaster, da hat sie sich die mit den Fischen ausgesucht. Heute das Mülltüten. Mülltüten. Das ein Socken für die Babys. Socken für Babys. Einmal Socken für die Babys. Ich verliere nämlich andauernd die Socken und die halten richtig gut. Das da? Taschentücher. Deswegen habe ich die jetzt nochmal mitgenommen. Hier sind auch kleine Schildkröten oder was das ist drauf. Ich glaube, einmal habe ich welche mitgenommen, da waren nur zwei drin. Einmal mit Punkten und einmal in grün. Aber die sind wirklich, wirklich gut und ich verliere die Socken andauernd. Deswegen, deswegen haben wir die jetzt mitgenommen, weil gerade Violet sich die Socken nochmal auszieht. Dann noch Taschentücher, dann wird die Recycelbahn mitgenommen. Und es gab 20% auf Gläschen. Da hatten wir jetzt von Hip nochmal Reis mit Erbsen. Gemüsepfanne mitgenommen. Und die Packung. Ah ja, perfekt. Es ist da so dran geklebt. Oh je, da muss man mal selber mal gucken, dass das hier jetzt nicht kaputt geht. Da kann man mit singen mit dem Mikrofon. Das ist aber auch fest. Ich kenne das immer mit diesen Klebestreifen hinten drauf. Das ist auch. Warte, gleich, gleich. Oh. Warte. Oh mein Gott. Oh, guck mal. Oh, ich glaube, das ist noch ein Sticker. Warum geht das nicht ab? Ich mach. Oh, super. Es ist auch immer wieder erstaunlich, dass die Socken einfach verschwinden. Wir haben jetzt bei meiner Mama gewaschen und eine Socke ist einfach wieder verschwunden. Ich verstehe es nicht. Ich habe beide Socken in die Wäsche gegeben. Und sie ist einfach wieder nirgendwo. Ich bin immer nur am Socken nachkaufen. Aber die sind echt gut hier, die Anti-Rutsch-Söckchen. Deswegen habe ich die jetzt nochmal gekauft. Und ich denke, ich werde auch nur noch die kaufen, weil die anderen gehen sowieso verloren. Das macht mich immer so traurig, wenn da was verloren geht. Deswegen, ich habe sehr viel Hoffnung in die. Und damit machen wir wieder Pakete zu? Ja. Super. Ich setze und das ist ein Sticker. Das ist ein Sticker, ja. Das ist ein Sticker. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht doch aber aus wie ein Sticker. So, mal gucken, mein Schatz. Ich darf jetzt los. Heute ist wunderschönes Wetter. Ich weiß gar nicht, wo meine Sonnenbrille hin ist. Die habe ich irgendwie verlegt, was ziemlich doof ist. Aber gut, wird jetzt auch mal noch ohne gehen. Ich bin wieder zu Hause und ich wollte euch gerade noch
zeigen, was ich mir heute als Aufgabe gesetzt habe. Heute ist ja wirklich so wunderschönes Wetter. Und die Bäume bekommen endlich wieder Blätter. Oh, ich liebe es so. Es sieht so schön aus. Das Einzige, was nicht so schön aussieht, ist die Fläche hier. Ganz, ganz viele Blätter vom Herbst noch. Die wollte ich alle mal ein bisschen zusammenkehren, das alles hier ein bisschen hübscher machen und ein bisschen für den Frühling jetzt endlich vorbereiten. Sonja sagt immer, die Bäume sind nicht mehr nackig. Die bekommen jetzt Blätter. Das ist so niedlich. Leider sehen wir jetzt nicht mehr so oft die Eichhörnchen, die hier rumlaufen. Oh, es ist einfach so wunderschön. Ich habe mich immer noch nicht an diesen Ausblick gewöhnt. So, so schön. Aber wie gesagt, ich wollte mich mit den Kindern hier nachher auch ein bisschen hinsetzen. Deswegen wird das Zeit, dass ich das hier mal in Angriff nehme. Die Kinder schlafen gerade alle. Baby Sunny, was machst du denn hier? Hier sieht's aus. Überall liegt Spielzeug. Das Stillkissen nehmen wir jetzt immer für Tummy Time. Also wenn die Zwillinge auf dem Bauch liegen. Die mögen das nämlich ohne das Kissen nicht ganz so doll. Deswegen nehmen wir immer das Kissen zur Hilfe, dann fällt es denen auch leichter. Und hier steht auch noch unsere Haushaltsapotheke. Das Nasenspray für Sonja, für Zwillinge habe ich Nasentropfen. Und das Big Pack an Prospan. Sagt die Apothekerin zu mir, brauchen Sie die kleine oder die große Packung? Ich nehme lieber die große. Und natürlich inhalieren wir auch noch ganz, ganz fleißig. Also mindestens dreimal am Tag wird hier inhaliert. Und es hilft den Babys und auch so näher sehr, sehr gut. Ihr geht es jetzt auch schon viel, viel besser als vor ein paar Tagen. Die Spielzeugecke sieht auch gar nicht so schlimm aus, wenn man mal bedenkt, dass sie hier die letzten Tage gewütet hat. Und ich habe wirklich versucht, so näher so gut wie es geht zu beschäftigen. Aber auch ich kann keine 5 Kinder ersetzen. Deswegen freue ich mich sehr für sie, wenn sie bald wieder zur Tagesmama gehen kann. Sie war ja jetzt letzte Woche schon nicht wegen dem Urlaub. Diese Woche jetzt auch schon wieder nicht. Aber gut. Erstmal gesund werden, bevor man wieder richtig spielen kann. Wir haben hier sogar Krabbenrennen gespielt. Sie kam immer mit den Säckchen an, die in dem Love Every Paket für sie drin waren. Und die haben wir uns auf den Bauch gelegt und haben dann Krabbenrennen gespielt. Ich weiß nicht, ob ich euch das erklären kann, aber ich habe wirklich versucht, mir die besten Spiele auszudenken, die sie beschäftigen. Aber wie gesagt, auch ich kann keine 5 Kleinkinder ersetzen. Wenn die Zwillinge groß sind, wird es vielleicht nochmal ein bisschen entspannter, weil sie dann alle zusammenspielen können. Aber bis jetzt war ihr super langweilig zu Hause, Mann. Hier habe ich jetzt noch ein paar Sachen, die hoch müssen. Die stelle ich immer erstmal auf die Treppe, da ich eh den ganzen Tag hoch und runter laufe. Nehme ich immer was mit hoch, damit ich nicht immer extra laufen muss. Und auch bei diesem wunderschönen Wetter wollte sie mir ihre Gummistiefel anziehen. Und ihre Schuhe stehen da. Aber wir haben ja eh neue Schuhe für sie, die sie anziehen kann. Müsste ich euch auch mal zeigen. Wir haben ihr nämlich My Little Pony Schuhe geholt. Die blinken auch. Weil die blinken ja. Und das findet sie so cool. Und die My Little Pony Schuhe, die haben wir schon gekauft. Da war sie gerade 1 Jahr alt. Aber die gab es dann da und die musste ich dann mitnehmen. Und die haben wir damals in Größe 25 mitgenommen. Und jetzt passen sie. Deswegen können wir ihr die jetzt mal geben. Baby Violet. Viel fleißig, ja. Super. Am letzten Tag bei meinen Eltern waren wir auch noch auf dem Jahrmarkt oder Rummel, wie nennt ihr das? Da ist so näher auch mit 2 Karussells gefahren und einmal mit so einem Karussell, wo man fliegen kann. Das waren so Flugzeuge und ich musste hinter ihr sitzen und sie quasi festhalten. Ich hatte so Angst, als wir mal hochgegangen sind. Ich mag das ja gar nicht, aber sie hatte ihren Spaß. Und wir haben sogar an einigen Buden was gewonnen.
Habe ich gerade gesehen, das hat sie sich hier fein säuberlich reingelegt. Das hier hat sie beim Losspiel gewonnen. Da konnte man Lose ziehen und je nachdem, wie viele Punkte man hat, hat man was gewonnen. Einmal so ein Flummi hat sie sich ausgesucht. Und auch beim Losziehen haben wir einen Sonderpreis gewonnen. Dieses Einhornkissen hat sie sich dann ausgesucht. Dann hatte sie beim Entenangeln Playmobil mit Scooby-Doo gewonnen. Sie konnte sich entweder ein Kuscheltier aussuchen oder das hier. Und ich fand das eigentlich ganz cool, Playmobil. Und das hier hat sie mit Papa gewonnen beim Fädenziehen. Und als wir im Tierpark waren, habe ich euch gar nicht gezeigt, da war so ein Greifautomat und Kevin, dem kribbelt es dann immer in den Fingern. Der muss immer diese Greifautomaten spielen. Da hat er tatsächlich diesen Marienkäfer rausgezogen. Wir gehen jetzt aber noch raus und erledigen meine Tagesaufgabe, die ich mir heute gesetzt habe. Ich wollte ja unbedingt die Blätter hinten wegmachen. Die Maus darf jetzt auch noch ein bisschen die frische Luft genießen und ein bisschen Vitamin D tanken. Und ich werde mich jetzt mal in die Arbeit begeben. Hier sind auch extrem viele Steine. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt vom Dach kommen und durch den Wind runtergeweht werden. Oder wo die herkommen. Keine Ahnung. Aber ich denke, es ist vom Dach. Hier muss ich dann auch noch mal mit Gartenhandschuhen dran und das ganze Unkraut pflücken. Aber das Größte kann ich hier schon mal... Ach, genau das meine ich. Das ist halt mega eklig. Aber so ein bisschen was kann ich schon mal raustun. Violet ist mir hier jetzt gerade eingeschlafen. Darf ich mal anmerken, dass sie nicht schnullert? Sie mag keinen Schnuller, außer den von Baby Dream. Diesen billigen. Dabei sieht er genauso aus wie der von Nook. Ich verstehe es nicht, aber sie nimmt nur den. Sie spuckt ihn dann aus, wenn sie eingeschlafen ist. Aber zum Einschlafen nimmt sie den hier. Den 2-Euro-Schnuller von Baby Dream. Ich verstehe es nicht. Weil jetzt schläft sie ja. Sie spuckt ihn dann wirklich sofort aus, wenn sie eingeschlafen ist. Aber zum Einschlafen nimmt sie den. Der sieht genauso aus wie der von Nook. Und den Nook mag sie nicht. Sie nimmt auch keine Mom, sie nimmt keine Schnuller, außer den hier. Versteh mal einer. Versteh euch mal einer. Die Violette ist jetzt hier gerade eingeschlafen. Sonja schläft ja auch gerade. Oh Gott. Der Connor, der schläft hier. Den decke ich auch mal zu. So, dürft ihr bei Mami schlafen, ja? Schlaft schön. Ach Gottchen. Ich wollte euch auch noch zeigen, was ich von meiner Mama zu Ostern bekommen habe. Und zwar diese Tischdecke. Die ist so schön. Beziehungsweise ist das so ein Tischläufer. Den hat sie selber gemacht. Und da steckt so viel Detail drin. Der ist so cool geworden. Ich finde, der passt hier auch richtig gut rein, vor allen Dingen mit der Farbe. Fang mich, fang mich, fang mich. Spielen die Fang? Nee, ich hatte nee. Ente. Das ist so süß. Die zwei halten jetzt immer Händchen. Seid ihr niedlich? Ja. Ist das deine Schwester? Ist das dein Bruder? Ja. Oh. Ist das süß.
Die suchen sich dann auch immer, wenn sie sich verlieren. Das ist so süß. Was hast du denn da gefunden? Eine Schnecke. Wow, cool. Und die schläft. Die schläft? Ich erfasse. Ja, mach. Oh, ja, die schläft. Ich habe uns jetzt hier schon einen kleinen Platz aufgebaut. Ich habe ja auch noch was zu snacken, ein paar Bücher. Sonja guckt gerade, mit was ich spielen möchte hier draußen. Und dann machen wir hier draußen ein kleines Picknick. Ich hole noch ein paar mehr Snacks. Und dann können wir hier picknicken. Ich werde mich jetzt aber erstmal von diesem Video von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, heute Abend gehe ich in die Therme und lasse einfach mal ein bisschen die Seele baumeln. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao! Ich werde euch auf Instagram ein bisschen mitnehmen, wenn ihr das wieder nicht verpassen wollt. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, werden die Storys schon nicht mehr da sein. Deswegen, wenn ihr das nicht mehr verpassen wollt, dann schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Es ist immer unten in der Beschreibung verlinkt. Deswegen schaut da gerne vorbei. Vielleicht sehen wir uns da.